Wir befinden uns hier im fahrenden Zygadenhaus des Botanischen Gartens. Durch die hervorragende Architektur der Gewächshäuser ist dieses Haus nach Nordosten ausgerichtet, was es uns erleichtert, die Wachstumsbedingungen, die diese Pflanzen mögen, einzustellen. Nicht ganz heiß und eher feucht. Hier finden Sie Pflanzen, die wichtige Waldbildner waren im Erdaltertum vor etwa 350, 400 Millionen Jahren. Das sind vor allem die Farnpflanzen, dann sind es die Schachtelhalmgewächse und die Bärlappe. Heute sind diese Pflanzen fossil erhalten als Steinkohle und stellten bis vor wenigen Jahren wichtige Energieträger dar. Und es finden sich auch hier Zykadeen, im Deutschen etwas unglücklich als Palmfahne bezeichnet, die im Erdmittelalter vor etwa 200 Millionen Jahren wichtige Waldbildner waren. Ich mag dieses Haus auch deshalb besonders, weil hier Pflanzen wachsen, die keine Blüten in unserem herkömmlichen Sinne bilden, wie sie in vielen anderen Bereichen unsere Vorstellung von Pflanzen prägen.